Diamonds on fleek, big chain, talking about heat. Put it on. Wir treffen Kenneth im Duisburger Norden. Er rennt und rennt gegen seine Wut an. Wut wogegen? Gegen Armut? Gegen Chancenlosigkeit? Die Wut kann nirgendwo hingehen. Es sammelt sich halt an. Wenn zum Beispiel mal provoziert wird und man streng drauf geht, heißt immer noch nicht, dass die Wut nicht komplett weg ist. Vieles in Duisburg-Ruhrort erscheint hart, abweisend. Kenneth setzt seine ganze Kraft dagegen und nimmt uns mit. 4 Wochen lang in sein Leben. Ich bin Kenneth, bin 16 Jahre alt und wohne in Duisburg. Ich bin jetzt in der 10. Klasse und möchte mein Abitur machen erstmal. Und dann gucke ich erstmal weiter. Ihr habt ja leider Ferien, ich leider nicht. Ne? Also bei mir gibt es keine Ferien, deswegen kann ich euch morgen einen Tag anbieten. Wenn ihr da nicht könnt, dann ist das halt so, da können wir nichts machen. Kenneth lebt schon sein ganzes Leben in Duisburg. Er ist hier geboren, lebt in Lahr und geht im Ruhrort zur Gesamtschule. Aber jetzt sind erstmal Ferien. Jeder hat seine eigene Ansicht von Ruhr, deswegen es gibt schöne Ecken und schlimme Ecken. Und manchmal gibt es so ruhige Tage, manchmal schlimme Tage. Es ist unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Meinung bei Ruhr. Ich kenne den, ich bin gut mit denen. Danke aber. Junge, ich bin gut mit denen. Er meint uns. Er muss klar machen, dass wir ihn begleiten dürfen. Ich bin's. Und zwar soll das ins Büro vom Wohndorf. Warst du da schon ja. mal im Büro? Mhm. Ja? Ja. Das da abgeben. Okay. Muss jemand bezahlen? Die müssen alle nicht bezahlen. Okay. Ja? Ja. Und das muss noch bezahlt werden. Bekommst du das da rein? Ja. Ja? Ja. Okay, bis gleich. Bis später. In den Ferien arbeite ich oft in der Ruhrapotheke. Bis gleich. Ich liefere Medikamente aus, also eigentlich macht es ein Apothekenfahrer, aber der ist im Urlaub. Deswegen übernehme ich einen Teil seiner Arbeit. Man hat Zeit zum Chillen und man hat Zeit wirklich zum Arbeiten. Und diese Zeit, nutze ich zum Arbeiten. Wegen jeder verdient gerne ein bisschen Geld nebenbei. Und Leben mit mehr ein bisschen Taschengeld macht auch ein bisschen mehr Spaß. Ruhrapotheke. 2,90 € bitte. Das hing für Sie zurück. Bitteschön. Also den kleiner, doch. 2,50 €. Da einbehalten Sie, ne? Okay, danke schön, dann. Okay, vielen Dank. Nein, nur die Ferien. Also nur diese Woche nur. Die kleinen Küchen daneben. Ja, genau. Ab nächste Woche ist der Herr Zink wieder da. Hab ich mir schon gedacht, dass der Herr Zink Urlaub hat. Ja, der hat ein bisschen Urlaub. Ja, ja. Der braucht auch bestimmt eine kleine Pause. Ja, bitte. Die Ruhrapotheke. Ja. Gut geschlafen? Ja. Das freut mich. 26, 25. Okay, danke schön. Ja. Okay, ist in Ordnung. Dankeschön. Bitte sehr. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, wie geht's auch. Ach so, wie geht's eigentlich Ihre Frau? Leider ist sie verstorben. Verstorben? 3 Monaten, ja. Mensch, machen Sie sich nichts draus. Egal, das wird schon. Ja, man muss da durch. Mhm, genau, so ist das Leben. Manche Leute gehen früher, manche Leute gehen später. Also machen Sie sich nichts draus.
Tod gehört zum Leben. Genau, genau. Das wird schon. Okay, danke. Okay, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Ja, danke. Okay. Okay, tschüss, Dylan. Tschüss. Boah. So was hört man nicht gerne. Boah. Sammelt sich halt an. Wenn zum Beispiel mal provoziert wird und man direkt drauf geht, heißt immer noch nicht, dass die Wut nicht komplett weg ist. Die Wut kann nirgendwo hingehen. Ich habe mich richtig auf Provokation eingelassen. Ja, dann ging es nicht gut aus. Ja, habe ich mich halt zum Beispiel geprügelt oder noch endliche Dinge. Mit den Fäusten. Es gibt auch viele Freunde, die tun so, ob die dir helfen wollen, aber die wollen dir nicht helfen. Die hören dir zu, aber die freuen sich, dass nicht die die Probleme haben, sondern du die hast. Und deswegen Vollgas. Immer Vollgas. Ich bin vom VfVB Rottler zum VfB Sperrdorf gewechselt, weil ich mal was Neues erleben wollte und mir eine Herausforderung suchen wollte. Ich fahre dreimal in die Woche von Duisburg nach Mülheim. Und momentan spiele ich in der Kreisklasse, momentan aber nur, aber wird schon. Ich habe Training zweimal die Woche und öfters samstags oder sonntags ein Spiel. Wenn man sich schon eine Herausforderung raussucht, dann muss man das auch durchziehen. Und eins, zwei, drei. Hoch, komm, Bauch anspannen, komm. Dennis hinter ein bisschen tiefer. Beißen, Jungs, halten. Beißen, beißen. Spannung im Körper. Weiter, weiter, beißen, beißen. Gut, Kevin, komm, zieh durch da. 5 Sekunden noch, komm, halten, komm. Weiter, weiter, komm, Jungs, komm. 4, 3, 2, 1. Gut, Jungs. Einmal noch. Guter Ball. Gut, geht doch, Männer. Yannick, 2 Kontakte, wenn das zu schwer ist. 2! Hey, komm, Yannick! Ich kann einigermaßen rennen. Ich bin jetzt nicht der Schnellste, aber auch nicht der Langsamste. Ich habe einen, sag ich mal, guten Körper zum Spielen. In Körpereinsätze oder Zweikämpfe kann ich gut gewinnen, aber meine Ballkontrolle ist nicht die beste. Um meine Pässe und meine Schüsse. Wenn wir jetzt noch 1, 2 vernünftige Durchgänge sehen, dann können wir ein Abschlussspiel machen. Ich versuche meine Schüsse halt immer wieder zu verbessern und meine Pässe und meine Ballkontrolle zu überarbeiten. Wegen Übung macht ja den Meister, deswegen versuche ich es immer wieder auf. Wenn es nicht klappt, hole ich mir den Ball wieder und versuche es weiter. Die Workout-Einheit mit Timo sah schon besser aus als letzte Woche. Weniger Gejammer und mehr Konzentration, so ist das, wie wir uns das vorstellen. Beim Abschlussspiel war er auch bissig, die Einstellung hat gestimmt. Jetzt müssen wir das nur noch am Sonntag wieder am Platz kriegen. Wie immer geht, wir spielen das cool runter, ja. Wir lassen uns nicht anheizen von nichts, von keinen Provokationen, keiner. Ja, wir zahlen den das mit Toren heim, wenn wir das schaffen. Das ist unser Spiel, okay? I'm tryna lay low. I'm a real soldier, boy. I really play with Draco. Fuck the whole game, I'm out the hood and put them on the payroll. Having flashbacks of hitting the red with the K-roll. She just had a baby for me, so I paid to get a makeover. I was being commies like they bid for me to take over. Something wrong with them, he added up. We laugh at them, they mad at us. It's a home run, I'm batter up. My earrings like.
play baseball. Cloud chases, I hate y'all. Einstecken ist nichts für ihn. Kenneth sagt, ich fühlte mich immer direkt angegriffen, wenn mich jemand kritisieren wollte. Ich war hier lang nicht mehr, um die 5 Jahre nicht mehr. Also dieser Ort, wo wir jetzt gerade hier sind, steht für gute sowie schlechte Erinnerungen. Jeder hat seine wilde Zeit. Und das war, zu der Zeit war das meine wilde Zeit. An diesen Baum kann ich mich noch erinnern. Wir haben uns immer draufgestellt und haben. Falsch. Einer kam von der anderen Seite, einer kam von dieser Seite und der andere musste den anderen versuchen runterzuschubsen. So dass der Letzte, der stehen würde, hätte gewonnen. Aber das war eine lange Zeit her. Ich war früher etwas ein bisschen aggressiv. Ich habe mir nichts gefallen lassen. Ich habe es nicht versucht, mit Wörtern zu klären, sondern ich habe meine Fäuste schnell benutzt, sag ich mal so. Nein! Das war mein Lieblingsversteck, wo früher jemand Tatsache Verstecken gespielt haben. Du kannst von außen rum die Füße sehen, aber man kann dich nicht so gut sehen, wenn du dich da versteckst. Ich war beim Deutschen Roten Kreuz in der Tagesgruppe. Eine Tagesgruppe für Kinder, die auf dem falschen Weg so sind, nicht so gut mit dem Umfeld klarkommen. Und da versuchen die einen wirklich aufzubauen und wirklich auf dem richtigen Weg zu tun. Das war die Schule, wo sich mehr Sachen geändert haben. Ich bin jetzt in der 10. Klasse und möchte mein Abitur machen. Vielleicht möchte ich Architektur studieren. Ich interessiere mich für den Aufbau von Häusern, aber mehr so für Luxushäuser. Fußballhäuser oder Opern oder Kinos. So. Diese Häuser interessieren mich sehr. Kenneth sagt, die Lehrer haben mir das Leben gerettet. Du kannst das. Du wirst das schaffen. Konzentrier dich. Vertrau dir selbst. Da hat es Klick gemacht. Wegen denen bin ich hier, wo ich jetzt bin. Momentan stehen die ZAPs an. ZAP steht für die zentrale Abschlussprüfung, die in ganz Nordrhein-Westfalen geschrieben werden. Da gibt es schon etwas Druck wegen. Man hat immer Angst, dass man diese ZAP-Prüfungen verhaut. Falls man die verhauen sollte, hat man wirklich ein Problem. Deswegen baut man schon vorher gute Noten auf, dass, falls man die verhauen sollte, man noch eine Rückversicherung hat. Das sind die guten Noten, die man schon früher geschrieben hat. Hallo, Herr Meri. Hi. Alles gut? Wie geht's Ihnen? Ganz gut, bei dir? Auch ganz gut. Ja. Mit der Familie, Partner? Ihnen geht's gut. Ja, ja. Arbeiten? Ja, wie immer. Bitte. Meine allerhöchste Priorität, die ich setzen möchte, ist, dass ich mein Abitur machen möchte. Und wenn mein Abitur wirklich, wenn gar nichts klappen sollte, dann möchte ich eine Ausbildung als Krankenpfleger machen. Finde ich ganz gut, dass du Plan A und Plan B hast. Mhm. Ich denke, die Oberstufe kannst du auf jeden Fall schaffen, weil du fast in allen Fächern gute Noten bis sehr gute Noten hast. Mhm. Ne? Und wenn das nicht so möglich ist, dann kannst du immer noch eine Ausbildung machen. Wie läuft so zu Hause mit den Eltern? Wie ist das so Verhältnis? Zu Hause? Ich meine, es gab ja auch so hoch und runter, ja, mit dem Papa, mit der Mama. Das waren so Phasen, wo ich es eher schwieriger in der Schule hatte und mich auf mehr nicht richtig auf Schule konzentriert habe. Aber jetzt, zu dieser Zeit, läuft es viel besser. Viel besser als früher auf jeden Fall. Nein. We're gonna put in the Germany, huh? Meine Eltern arbeiten beide hart. Meine Mom fährt morgens nach Köln und kommt eigentlich immer spät abends wieder. Mein Vater ist Lagerarbeiter, meine Mom ist eine Putzkraft, also auf Montage sozusagen. Mein Vater heißt Samuel, meine Mutter ist Janet. Die kommen beide aus Ghana und sind hier hingekommen nach Deutschland und haben mich bekommen. Ich bin
Meine Eltern, das sind meine Buddies, also die versuchen immer die Sachen zu geben, die halt früher nicht hatten. Deswegen ist alles gut. Und die geben auch wirklich nur das Nötigste. Die wissen halt so, das ist unnötig, das braucht er nicht, und dann kriege ich das halt auch nicht. Ja. Ruhe Apotheke. Ja. Komm, Fußball, ich gegen euch. Okay, natürlich, wir sind zu viel. Ja, egal, ich spiel gegen euch alleine, komm. Okay, komm, du bist alleine. Ich krieg zuerst Ball. Der Junge ist so betrunken, ich schwöre. Nein! Gewonnen. Egal, ich muss gehen. High five. Irgendwann hat er sich entschlossen, Schluss zu machen mit der Wut. Möchtest du so mit deinem Leben weitermachen? Einfach zu denen gehören, die versuchen immer alles zu geben. Deswegen, von nix kommt nix. Manche Leute verkacken deren Leben oder schmeißen deren Chancen, die haben einfach Müll. Und so wie die will ich einfach nicht sein. So ist das einfach bei mir. Deswegen nehme ich auch gewisse manche Sachen ernster als andere Leute. Wenn meine Eltern schon so hart gestruggelt haben, um mich hier so aufzuziehen, dann soll das nicht alles umsonst gewesen sein. Und aufzuziehen, einfach etwas aus meinem Leben zu machen, das ist mein persönliches Ziel. Okay. Dankeschön. Okay, wir sehen uns in der Schule. Tschüss. 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 Ach, Niggas. Tag. Training. Ja, viel Spaß, Jungs. Ja. Man sieht sich. Mahlzeit, Bruder. Bruder, Schuhe. Was? Fußballschuhe, Bruder. Wenn ich mit denen keine Tore schieße, dann weiß ich auch nicht mehr. Übrigens, ich liebe Schuhe. Ich liebe Schuhe. Ja, ich sammle auch immer meine Schuhkartons, die man da oben sehen kann. Ich habe schon früher vorgespart und deswegen, wenn ich was brauche, dann hole ich mir das auch. Wenn ich manchmal meine Eltern nicht belasten möchte damit, deswegen kann ich mich das auch selber holen. Alles durch Nebenjobs oder so Ferienjobs. Und man muss auch schlau sein. Nicht direkt die teuersten Schuhe kaufen, sondern auch zum Beispiel nach Sales gucken. Es gibt viele Sales. Zum Beispiel die waren auch im Sales, deswegen habe ich mir auch direkt geholt. Dachte ich mir so, komm, schnapp ich mal direkt zu. Wir sind nicht jetzt die Reichsten und wir sind auch nicht die Ärmsten. Meine Eltern wissen ganz genau, wenn ich was brauche und wie ernst mir das ist. Deswegen, wir sind nicht die Reichsten und wir sind auch nicht die Ärmsten. Ganz in der Mitte einfach. Manchmal guckt mein Vater, manchmal guckt meine Mutter. Also, aber am meisten. Ja, am meisten guckt meine Mutter. Und mein Vater, wenn meine Mutter nicht zu Hause ist, guckt mein Vater mal für mich. Wir sind so, sozusagen ein Team. Wenn ein Team nicht zusammenhält, ist es ja kein richtiges Team und dann wird es auch nichts. Jeder hat seine eigenen Aufgaben hier. Zum Beispiel, ich putze hier, meine Eltern arbeiten und kochen und dann wird das schon hier. So, los geht, weißt du. Ja. Meh. Aha, okay, gut. Unsere Heimatsprache hat meine Mutter beigebracht.
Also ich durfte früher kein Deutsch hier zu Hause reden, damit ich nicht meine Heimatsprache verlerne oder nicht weiß, wie man die spricht. Deswegen haben wir früher hier nur Qi gesprochen, also unsere Heimatsprache. Ich kann be a computer engineer. Oh, more or less he said he also like to be an anwalt. Chill, nein, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ah, der hat so einen Ellbogen bekommen. Oh. Guck. Bam. Fertig. Shit. Oh, das ist Hochzeit. Das hier ist nicht die Bronx, sagt Kenneth. Hier geht's nicht so ab wie in Amerika. Hier ist es ganz gechillt. Hier sind alle meine Freunde. Boah, diese Ecke kenne ich gar nicht, Alter. Kennst du das nicht? Ja, Junge, solange ich in Englisch so schwach bin, Alter, kann ich nichts schaffen, Alter. Junge, dann musst du durchziehen einfach, Mann. Zieh durch. Junge, ich kann nicht mal englische Wörter. Ich weiß nur so diese because, Alter. Ich kann nichts in Englisch. Warte, stopp. Was hast du? Das muss irgendwo von da kommen. Das war nur ein Auto, ja? Nein. Das kommt von da. Hörst du das? Nein, jetzt wirklich, hört ihr das nicht? Weiß ich nicht. Von hier lang? Ach Gott, pass auf. Hallo? Boah, Scheiße, Alter. Da ist nichts. Man kann ja nicht, dass jetzt einer kommt, der zieht dich mit rein, Alter. Ja, lass wieder gehen. Wie kann einfach so ein Loch in so einer riesen Wand sein? Boah, die Scheiben sind ja kaputt, Alter. Sind wir mittendrin. Wir sind halt in der Phase Pubertät und so, man will halt Sachen ausprobieren und viele fangen damit an, gefällt denen, dann machen die weiter damit. Deswegen kriegen wir auch bestimmt auch solche Texte, um auch so Sachen zu verstehen und merken, oi, okay, da könnte mehr dahinter stecken. Wer mag schon Hausaufgaben? Und keiner mag richtig Hausaufgaben. Ich bin auch noch manchmal so ein bisschen verspielt oder hab noch meine Sachen so. Ich möchte auch mal mit Freunden rausgehen, aber wenn man hart sein muss, dann muss man hart sein. Meine Eltern kontrollieren nicht, ob ich Hausaufgaben mache. Das liegt bei mir selber. Ich will Ärger bekommen, nicht meine Eltern. Das ist mein Leben. Wir sind ja nicht verpflichtet, die Hausaufgaben zu machen. Also sind wir doch, aber ich glaube, die Lehrer interessieren das nicht so hart, denn das ist nicht die Note der Lehrer, sondern unsere Note. Wenn ich gute Noten schreiben sollte und später einen guten Abiturdurchschnitt, dann ist die große Chance für mich, durch diesen guten Abiturdurchschnitt öffnen sich für mich viele Wege. Deutsch war früher nicht meine Stärke. Jetzt geht's einigermaßen, sagt Kenneth. Und Latein? Latein macht immer schon ein bisschen Kopfschmerzen. So, Seite 72. Aber es geht schon.
Wer war Cäsar, wer war Kleopatra? Imperator? Ja. Kennst du? Ein römischer Feldherr. Feldherr. De Caesare atque Cleopatra verba agria faciunt et munet. Wer von euch möchte noch mal lesen? Habt ihr schon irgendwas verstanden? Vokabel mal aufschlagen. Rotes Buch, Seite 46. So, wie sieht es bei den Experten aus? Ach, jetzt. Jetzt, da bist du sehen. Ist das jetzt richtig? Will etwa Cäsar oder will Cäsar etwa? Ja, bis. Was denn? Will etwa Cäsar oder will Cäsar etwa? Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Sag ich doch beides nicht. Das hast du gleich gesagt. Doch, aber sonst alles richtig. Ja. Aber das ist erst ein Satz. Und dann nehmen wir dir den Spaß am Fußball, Leute. Ja? Also, erste Minute, wach, komm, Gas, komm, komm, komm! Wenn man zum Beispiel Fußballspiel sieht, dieser Spieler ist krass, da wundert man sich so, wieso ist der so krass? Aber niemand, voll viele Leute denken nicht daran, was sie schon früher gemacht haben, um krass zu werden. Wenn es früher spielt. Deswegen, jeder will krass werden, aber das Ding ist, das Durchhaltevermögen. Und das, nur das zählt. Zwei Kämpfe führen! Weiter, weiter, wiederholen, Fedes, wiederholen! Rückwärts, rückwärts! Nicht zugucken! Gut geholt! Spielen, spielen! Gut gespielt! Komm, mach mit hier, mach mit hier! Breit, Kettes auch zeigen! Komm! Geh vor, geh vor, geh vor, geh vor, geh vor! Kenneth, zwei Kämpfe, ja? Bisschen kühleren Kopf, okay? Hey Kenneth, entweder gehen oder passen. Weiter, Kenneth, komm! Am Ende der Ferien wird Kenneth ein fester Job von der Apotheke angeboten, den er neben der Schule machen kann. Wer mag denn kein Geld? Geld stinkt nicht, oder? Geht doch, Männer, komm, nimm den Ball! Kenneth geht, Kenneth geht, Kenneth geht! Gut, Männer! Ganz stark! Ja, Sechser, Innenverteidiger! Das ist mein Leben und nicht das Leben anderer.